Einen wunderschönen guten Tag hierbei zum kleinen Ankündigungsvideo. Ihr habt ja im Titel sicher schon ein bisschen was gelesen. Es geht darum, dass der gute Leon Mascher, der selbsternannte King of Prank, wie er sich in seinem Song nennt. Gib meinen Namen ein bei Instagram. Und du wirst sehen, sie nennen mich King of Prank. Nach Weimar kommt und nach Erfurt auch. Und da wir hier mittlerweile ein paar Leute haben, die uns kennen, dachten wir uns, hey, das nutzen wir doch vielleicht mal ein bisschen, um den kleinen Leon etwas zu verarschen. Wir haben mehrere Pläne, aber einer davon involviert auf jeden Fall möglichst viele von euch. Also sagt allen Bescheid, die uns kennen und die ihr kennt, dass ihr da in großen Zahlen erscheint. Und zwar 14 Uhr ist das in Erfurt, wahrscheinlich im Anger 1, das steht noch nicht fest. Wenn das feststeht, schreibe ich dann irgendwie in die Videobeschreibung oder unter das Video oder auf Facebook oder sonst wo. Mache ich nochmal einen Text. 14 Uhr Erfurt, Signierstunde, bla bla bla. Und 17 Uhr in Weimar, Signierstunde. Also wenn ihr bei einem von diesen beiden Events beiwohnen könnt, dann macht das. Ihr alle habt ja auch wahrscheinlich Handys, Smartphones und die haben eine Videofunktion. Und der Plan ist, dass möglichst viele zum guten Leon hingehen und sagen, hey, bist du nicht der von Nosferatu TV, der King of Pranks? Oder ihr geht hin und sagt, hey, du bist doch der. Irgendwie so in die Richtung, könnt ihr natürlich eurer Kreativität noch ein bisschen Spielraum lassen, aber möglichst oft so dieses, hey, du bist doch der von Nosferatu TV, weil je öfter er das hört, desto mehr wird es ihm wahrscheinlich auf den Sack gehen und desto verwirrter wird er sein und desto besser wird seine Reaktion sein. Ihr könnt ja natürlich auch andere Sachen machen, wie ihn unterschreiben lassen auf einem Foto von Kalle, mir oder Herodes oder so oder auf einem Dickpick oder was euch da so einfällt, aber passt nur auf, dass es nicht zu asozial wird. Also kleine Neckereien ist okay, aber nicht super asozial werden. Auf jeden Fall filmt das am besten alle und schickt uns das dann nachher, ob das auf Facebook ist, auf Twitter oder sonst wo. Könnt ihr ja auch sonst wo irgendwo hochladen und jetzt einfach den Link schicken. Je mehr, desto besser, dann schneide ich das alles zusammen für den Hauptkanal, wenn es richtig geil geworden ist und dann wird das ein großer Spaß. Am besten so im Selfie-Modus, hey Leon, du bist doch hier der von Nosferatu TV oder was auch immer. Oder ihr filmt nur ihn, wenn ihr euch nicht im Bild haben wollt. Oder im größten Notfall könnt ihr auch eine Sprachaufnahme machen, das ist gerade noch so effektiv in Erfurt. In Weimar ist es ein bisschen besser, weil wir da auch eigene Leute mit Kamera haben und das im Endeffekt vielleicht zusammensetzen können, Ton und unsere Aufnahmen. Auf jeden Fall war das ein großer Spaß. Wir haben auch noch die eine oder andere Sache geplant, die wir sonst zu machen. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr uns seht, wie wir gerade irgendwie vielleicht ein bisschen beschäftigt sind, dann versucht uns ein bisschen zu ignorieren. Wenn ihr wollt, können wir danach irgendwie, 17 Uhr ist das in Weimar, wir können danach bestimmt so irgendwie 18 Uhr oder so uns gerne nochmal unterhalten. Aber wenn wir da gerade irgendwie was machen oder was planen, wäre das gut, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen links liegen lasst, weil das sonst auffällt. Dann freue ich mich auf euch und danke an die Erfurter. Ich weiß noch nicht, ob wir da sein werden. Wenn wir da sein werden, freue ich mich auch auf euch. Aber ansonsten danke, dass ihr trotzdem in Erfurt das macht. Das wird ein großer Spaß und das Video dazu wird bestimmt sehr lustig, wenn da irgendwie so 20, 30 Clips hintereinander geschnitten werden, wie der Leon ein bisschen genervt wird. Könnte lustig werden. Okay, na dann. Oh, war das ein Jump Cut? Gib seinen Namen ein auf Instagram.